Jam FM Ladyboys. 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 Ein geiler Verein. Fans, ich freue mich so, es ist soweit. Ich habe ja den Jungs eine kleine Überraschung versprochen. Ich habe noch eine richtig coole Überraschung für die Jungs, weil ich mir gedacht habe, ein bisschen hin und her steppen ist auf der Bühne nicht genug an Performance. Wir brauchen Flickflacks und wir brauchen Saltos. Heute ist der Tag, wir sind hier bei Patterman Gym Time und werden mal ein paar richtig coole Moves lernen für die Bühne, damit wir so Ass-Five-mäßig auch ein paar Flickflacks machen können. D-Rock und seine Überraschung, ja, ich dachte, die Überraschung irgendwie gibt ein Stück Kuchen oder sowas. Jetzt sind wir hier in irgendeiner Gym. Fitness? Keine Ahnung, Alter. Ich habe doch genug Muckis. Was soll das hier? Funk-E liegt zu Hause im Bett. Der Koma da schon wieder ab, ist schon wieder krank, ja? Und D-Rock und ich müssen uns jetzt zusammen hier durchziehen. BJ. Dambo. Hi. Hi. D-Rock, grüß dich. Seid heute hier zum Parkour und Freerunning, ne? Wir geben nachher gleich Vollgas. Das Handtuch kannst du gleich weglassen, wenn ich im Fitnessstudio. Ja? Wir machen uns das Fitness, aber... Sieht ein bisschen Pose aus. Seid ihr ready? Seid ihr fit? Oh. Ja. Dann geht's auch gleich los mit dem Warm-up und dann auf geht's. Ey, dieser D-Rock mit seinen Ideen, Alter. Der geht mir jetzt schon wieder auf die Eier. Was ist denn los mit dir? Bist du aggressiv? Hast noch zu viel Power, ne? Nein. Gehen wir gleich raus. Und außerdem waren gerade Wortschatz, zwei Wörter daneben, glaube ich. Haben wir alle mal 20 Liegestütze. Für BJ. Dankeschön. Ich verstehe nicht, wieso man sich nicht einfach mal einen Moment zusammenreißen kann. Wegen ihm muss jetzt die gesamte Gruppe 20 Liegestütze machen und hinter sind wir alle fertig. So Jungs, erste Übung, habe ich gedacht, Frontflip, erstmal mit dem Trampolin, also ganz easy. Ich habe jemanden, der zeigt euch gleich, wie das geht und dann probieren wir uns da mal ranzutasten. Ja, und dann gucken wir, wie wir das noch weiter ausbauen können. Ready? Jawohl. Bist du motiviert aus? Mach mal 20 Liegestütze. Jackson auf der Bühne ist euer Schwerpunkt. Wenn da mal ihr eine Box zur Verfügung habt, dann mit Präzisionssprung drauf. Das üben wir jetzt hier an den Hindernissen. Auf geht's. Klar. Ja, du siehst schon wieder sehr motiviert aus. 10 Liegestütze. Und du lachst und machst 20. Auf geht's. So, komm schon, BJ. Sprung, das ist ein kleiner Sprung, kriegst du hin. Mann, ich kann das nicht, Alter. Das ist voll hoch, Alter, ich hab Höhenangst. Zweimal Alter macht schon mal 20 Liegestütze. Jetzt komm, auf geht's, spring. Ich komme, ey, ohne Scheiß, Mann, kein Problem, kein Problem, muss man nicht machen. Dann komm runter, machst du 30 Liegestütze. Und weiter abrollen. Okay, Jungs, dritte und letzte Übung aus unserem Airtrack von Airgym. Ja, Sideflip. Schauen wir mal, wie ihr euch anstellt. Und motiviert? Ja. Ja, sehr, hey. Sehr gut. Hey. Herz, ne? Und du machst den Liegestütze. Was? Das war's für heute. Parkour Freerunning vorbei. Ja. Sehr gut angestellt. Auch sehr gut angestellt. Ja, bei dir müssen wir mal an der Motivation noch ein bisschen arbeiten. Zum Schluss war bei dir auch kleine Hangtime, aber das kriegen wir hin. Du machst nochmal 10 Liegestütze und du auch. Was? Was? Warum denn jetzt? Warum? Du brauchst dickere Arme. Ja, deswegen. Oh, diese ganzen Liegestützen, ey. Der Trainer hat uns so fertig gemacht. Oh, und ich ärgere mich über mich selbst, dass ich mich nicht getraut habe, hier auf dieses Ding raufzuspringen, ey. Das ist viel zu hoch gewesen. Ich habe Höhenangst. Aber nächste Woche, wenn wir anfangen, den Beat zu machen, dann bin ich auf jeden Fall wieder voll dabei. Und ich glaube, D-Rock hat einige coole Moves gelernt heute, die er auf der Bühne auf jeden Fall umsetzen kann. Das Training heute war richtig cool. Ich hoffe, BJ hat es auch gefallen. Funk-E hat es ja nicht miterlebt. Naja, wir beide sind jetzt fit für die Bühne und nächste Woche machen wir Mucke, Freunde.